Heute wird nicht nur gemoddert, heute wird auch Berge hochgefahren. Genauso. Komm, komm! Du da! So. Er hat eine geile Motorbremse, ey. Ja. Она жоп, у меня жопа тормозит, он в сторону уходит. Ja. Ja, fahr mal bis zu meinen, er fährt runter. Einfach, was? Extrem, ja.
mal, das kriegen wir hin, oder? Wohin? Da hoch? Da sind ja verdammt große Wurzeln, ne? Ja? Das wirst du auf Kamera alles gar nicht sehen, wie steil das alles ist. Auf der Kamera sieht man das nicht, wie steil das ist. Verdammt steil, ey. Meine Fresse. Extrem steil da hinten. Jetzt sind wir, glaube ich, auf dem höchsten Berg hier. Bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, das war so. Ich hoffe, ihr seht das, wenn seine Schnorchel sind so hoch, muss er schon selber seitlich gucken. Oder im Stehen fahren. So, ihr Quadverrückten. Wir stehen auf den höchsten Berg, glaube ich, hier, ne? Ja. Die Strecke ist natürlich, glaube ich, nichts für Quad. Da trauen sich nur die Eier haben. Wir haben sie wahrscheinlich nicht. Mit zwei Rädern. Aber mit zwei Rädern ist das für was Enduro hier. Hier kann man überall schön hochbrettern. Ja, wir haben zwei Räder zu viel. Genau. Und wahrscheinlich auch noch die falsche Bereifung für sowas.
geile Strecken hier einfach nur. Kommst doch durch, seitlich. Ja, mach mal, das geht. Geht, Honda kommt überall durch. Ah, Scheiße, jetzt bin ich auch noch dreckig, ey. Kawasaki, eine alte, kommt auch überall sehr gut, ein geiles Quad, würde ich mal sagen. Oh shit, ich glaube bei Sven funktioniert die Seilwinde nicht, also nicht viel riskieren mit diesem Quad, ist ja auch nicht meins. Alter, das ist gut, das ist gut. Ja, ich fahr da durch, wo ihr durch jetzt fährt. Sehr wendig, die Cover.
Fahr da durch, das geht. Alex, das geht. Es das ist doch eine Honda, da passiert nichts mit. Ach! Seine! Nee, das ist jetzt schon so. Das war früher viel schlimmer hier. Es geht ja. So. Ohne Probleme sogar die Honda. Oh. Hier ist ein Sturm. Ja. Hier ist das Pump. Hey, hey, ist Marie.
mal, der darf hier nicht lange stehen. Pristasiot. Schieb mal von da. Zurück. Ohne Seilwinde echt schlecht. Ja, Strache, ich halte dich fest zur Not. Very good. Fängt an zu regnen. Scheiße, gleich werden wir nass. Ab ins Lager. Ich wollte den Sumpf zeigen, aber okay, die müssen heute abreisen, deswegen hab nicht geschafft, ihnen den noch den Sumpf zu zeigen. Jetzt machen wir Feierabend. Weil es regnet und das ist scheißegal. So, ihr Quad-Verrückten, ein bisschen die Quads waschen. Es geht auf Feierabend zu. Alle sind am Waschen, sehen auch wie neu aus. Das ist unsere Waschstraße, würde ich mal sagen. Genau so ist das. Wir waschen unsere Quads. So, Polen geht zu Ende endlich. War mega. Ja, schade, dass ich meine gleich am ersten Tag geschrottet habe. Schrott ist es nicht, aber... Halt, ich habe so ein Ersatzteil leider nicht und konnte es auch nicht mehr reparieren. Wenn ich es hätte, 10 Minuten wäre das Ding erledigt und er hätte weiterfahren können. Macht nichts, ich komme wieder und zeige euch noch viel mehr und von Polen. Mal gucken, was wir sonst noch dieses Jahr finden. Ich hatte vor, noch nach Belgien mal zu reisen. Frankreich wollte ich auch noch und da bin ich auch schon drauf gespannt. Ansonsten, Leute, lasst einen Daumen hoch fürs Video, für unsere Polen-Videos und ich sag schon mal ciao, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Video.